Wenn es eine Yacht gibt, die diesen Sommer mit Spannung erwartet wurde, dann wohl sie. Die Bavaria C42 sorgte bereits auf der Boot Düsseldorf für einen Massenansturm, der nach heutigen Social Distancing-Gesichtspunkten unmöglich wäre. Jetzt schwimmt und segelt sie endlich. Wir durften exklusiv an Bord, um die erste Neuentwicklung unter dem frischen Management ausgiebig zu testen. Die Optik zeigt, hier hat sich viel getan. Konstrukteur Maurizio Cossutti zeichnete ein brachial breites Heck. 4,29 Meter misst die Bavaria fast bis dorthin. Außerdem auffällig der üppige Steven, der an die plattnasigen Büge der modernen Racer erinnert. In Verbindung mit den Shines, den Kimmkanten, sorgt das alles aber nicht nur für sehr gutes Segelverhalten, sondern gleichzeitig für eine Menge Volumen unter Deck. Dazu gleich mehr. Zunächst wollen wir der 12,90 Meter über alles messenden Bajuwaren bei 4 Beaufort unter den noblen schwarzen Tüchern auf den Zahn fühlen. Die sind ein Extra des Eigners, die nicht auf der Optionenliste auftauchen. Apex-Membran von Elfström mit Lastfäden aus Technora Black und geschützt mit schwarzer Taffetta. Rollgroß und Selbstwendefock bringen es zusammen auf stolze 92 Quadratmeter Fläche. Hoch am Wind schafft die C42 am Testtag 7,1 Knoten und beweist damit gutes Potenzial. Ein Wendewinkel von 90 Grad ist ebenso leicht möglich. Erfreulich, die Yacht kränkt bis etwa 20 Grad und bleibt dann dort stabil liegen. Das hilft der Leistung und die Crew ist gleichzeitig komfortabel unterwegs. Trotz der Doppelräder und breitem Heck kommt die Bavaria mit nur einem tiefen Ruderblatt aus. Das spart Kosten und Gewicht im Vergleich zu einer Doppelruderanlage. Im Test hat das Ruder sehr gut funktioniert. Höhe und Speed waren leicht abrufbar, was besonders für die Kundschaft eines solchen Tourers von Bedeutung ist. Eine volle und zwei Drittel Umdrehung des Rads sind von hart bis hart nötig. Das ist gerade noch direkt genug. Das Handling auch unter Gennaker funktioniert gut, allerdings muss dann in zwei optionale Winschen auf dem Sylt, auch für die Genua wichtig, investiert werden. 8,7 Knoten sind Raumschurz drin. Wer vom Ruder aus selbst mal trimmen will, kann sich zwei weitere Winschen in greifbarer Nähe ordern. Im Serienstandard sind lediglich die beiden Winschen auf dem Kajütdach dabei. Der Segelschlag zeigt, die 9,7 Tonnen schwere Yacht aus Giebelstadt ist steif und schnell unterwegs. Das ist schon mal gelungen. Im Hafen bleibt Zeit für den Blick auf weitere Details. Der Bugspriet ist optional, dient als Anschlagpunkt für Raumschutzsegel und kann zum leichteren Erklimmen des Bugs mit einer Leiter ausgerüstet werden. Die Badeplattform nutzt nicht die volle Breite, da sie auch für die neue C38 nutzbar sein soll. Teilegleichheit zur Kostenreduktion. Mit 2,20 Meter Breite ist sie aber dennoch ausreichend groß. Gebaut wird die Bavaria aus GFK Sandwich im Handauflegeverfahren. Das Kernmaterial ist Schaum. Unterhalb der Wasserlinie besteht Volllaminat. Und damit begeben wir uns unter Deck, denn hier zeigt sich, was die neue Konstruktion mit breitem Heck und Wulstbug bringt. Einen wahren Volumenrekord. Licht, Weite, üppiger Stauraum. Die Macher hinter der neuen sind zufrieden.
Ja, das, was wir eigentlich gemacht haben, ist die bewohnbare Länge optimiert. Wir sind also durch die Bugform, durch den Bavaria V-Bug, konnten wir relativ weit nach vorne gehen mit der Vorschiffkabine, durch die Chines und das Heck auch extrem weit mit den Achterkabinen nach hinten. Und das kommt letzten Endes dem Volumen hier im Salon, wie man sieht, zugute. Daraus resultiert also ein extrem großer Salon und immer noch auch ein anständiger Küchenblock. Auf Wunsch lässt sich der Salontisch absenken und zur langen, aber etwas schmalen Koje umfunktionieren. Kostenpunkt rund 2.500 Euro. Weiter vorn ist die Koje mit einem Maß von 2,5 x 1,80 auf Schulterhöhe sehr komfortabel. Selbst im Fußbereich ist sie dank des Wulstbuges noch 1,30 Meter breit. Das ist Rekord. Im Standard liefert die Werft eine Zweikabinenversion mit sehr geräumiger Bugskiste an Backbord. Drei Kabinen sind für immerhin knapp 3.000 Euro mehr möglich. Der Platz in den Achterkammern ist dank der Breite üppig. Mit 2 Metern mal 1,60 ist die rechteckige Doppelkoje komfortabel. Am Hauptschott ist eine kleine Navigation untergebracht, deren Steckfach für Seekarten eine althergebrachte Lösung ist. Schön, dass sie hier genutzt wurde. Der Salontisch ist auf ein Gardemaß von 1,18 x 1,18 ausklappbar. So können auch die Segler auf der gegenüberliegenden Bank am Mahl teilnehmen. Die Konstruktion allerdings sollte nachgebessert werden. Sie wirkt etwas wackelig. Vorbildlich die Zugänglichkeit der Kielbolzen im flachen Boden. Und auch der 40 PS Janmar ist von allen Seiten gut zu erreichen. Der Ausbau in Eiche kostet knapp 4.300 Euro extra. Mahagoni oder Walnuss ist ebenso möglich. Die Aufpreispolitik ist zunächst gewöhnungsbedürftig, unterliegt aber klar dem Kostendiktat. Mit einem Grundpreis von etwa 188.000 Euro liegt die neue auf dem Niveau der Hanse 418. Die weitere Konkurrenz ist teurer. Im Standard ist sie aber eher spärlich ausgestattet. Doch vergleicht man die Komfortpreise mit einer ganzen Menge an Optionen wie Heizung, Teak, Autopilot und so weiter, befindet sich die C42 mit 216.000 Euro immer noch am unteren Ende der Skala. Bavaria hat geliefert. Und wie? Ein ehrliches Boot zum fairen Preis, das macht, was es soll. Gut segeln und mit einer Menge Platz für angenehmen Komfort unter Deck. Ein gelungener Neustart für die Werft aus Bayern. Den Exklusivtest mit allen Daten gibt es in der Yacht 16 2020 und demnächst als PDF zum Herunterladen.